Heute Morgen stand ein Bericht in der Zeitung, in dem es darum ginge, die Symphoniker würden abgewickelt und irgendwann mal mit den Wuppertalern fusioniert. Und dass das Theater nach Ausscheiden von Kollegen Christian Henkelmann, der am 31.01.18 ausscheidet aus dem Dienst der Stadt, dass wir das Theater im Grunde genommen den Wuppertalern, ich hätte beinahe gesagt, zum Fass vorwerfen, nein, mit ihnen, dass sie das dann übernehmen würden und dass das eine Vereinbarung sei der drei Oberbürgermeister und wir das am Montag beschließen. Ich will Ihnen einige Dinge dazu sagen. Erstens, das Papier, auf das sich dieser Artikel bezieht, ist ein nicht autorisiertes, von den drei Oberbürgermeistern autorisiertes Papier. Wir haben ausdrücklich gesagt, das ist noch die Verhandlungsgrundlage, wir müssen daran noch weiterarbeiten. Zweiter Anmerkung. Die Bergischen Symphoniker beschäftigen uns sehr stark. Wir stehen in der Verantwortung, da bin ich mit meinem Kollegen Tim Kurzbach aus Solingen einig. Der Vertrag, den wir mit den Musikern abgeschlossen haben, der ihnen auch einigen Verzicht mitbringt, was Leistung betrifft, um das Orchester langfristig zu sichern. Dieser Vertrag geht bis 29, der gilt. Drittens, wir haben auch schon in dieser Woche Gespräche geführt an unterschiedlicher Stelle, um zu fragen, wie geht denn die künstlerische Leitung unseres Theaters weiter, wenn Christian Henkelmann aufhört. Diese Gespräche werden wir auch weiterführen, das ist okay. Gleichwohl wäre es, und da bin ich wieder bei dem Thema Verantwortung, Unverantwortung, wenn ich als Oberbürgermeister nur in Wahlperioden denken würde. Und wir müssen heute darüber nachdenken, wie wir denn langfristig den Kulturraum in Remscheid und im Bergischen noch sehen. Das ist unsere Verantwortung. Und in diesem Zusammenhang werden wir tatsächlich Gespräche führen, wie wir miteinander zusammenarbeiten können, wie wir sicherstellen können, dass es in Zukunft ein gutes Orchesterangebot, ein gutes Theaterangebot und ich gucke mal zu einer Küste auch zukünftig wieder einen Raum für bildende Kunst in unserer Stadt gibt. Daran arbeiten wir. Leider ist es so, dass manchmal Diskussionspapiere, die zunächst wirklich nur dafür gedacht sind, intern zu diskutieren, auf mir zwar bekannten Wege, aber einen nicht zuzustopfenden Wege auch das Licht der Öffentlichkeit erreichen, für unnötige Unruhe sorgen. Im Übrigen auch bei den Musikerinnen und Musikern. Bei denen geht es um Existenzen. Deswegen fand ich dieses Verhalten der Person, die dieses Papier weitergegeben hat, um ganz profane Interessen damit zu verfolgen, nämlich solche Diskussionen von vornherein platt zu machen, unverantwortlich, den Menschen gegenüber, die existenziell davon betroffen sind. Wir können damit umgehen, aber ich habe heute auch veranlasst, dass nicht nur mit dem Geschäftsführer darüber gesprochen wird, damit er es weitergeben kann ins Orchester, sondern auch mit den Orchesterfreunden in Solingen und Remscheid gesprochen, damit auch die wissen, dass wir in Verantwortung für eine gute Zukunft handeln und keine Schnellschüsse. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, weil ich natürlich auch gerne und mit großem Interesse, Herr Schiffer, und das passt so richtig im Zusammenhang, auch Ihr Interview gelesen. Sie stehen mit Blick auf die Haushaltsplanberatung für die Haushalt 17-18 tatsächlich vor schwierigen Entscheidungen. Wir haben angekündigt, im Jahre 2014, wir senken die Grundsteuer, wenn die Leistung von Berlin kommt, tatsächlich auf 600 Punkte. Sofern möglich. Und dann wurde daraus eine Diskussion, wir machen jetzt eine Orchestersteuer. Mit Verlaub, ich darf das mal so sagen, das ist Quatsch. Im Jahre 2014 konnten wir eins nicht abschätzen, das ist eigentlich eine gute Nachricht, dass die Geburten in unserer Stadt wieder steigen. Und dass wir entgegen früheren Planungen 500 Kindergartenplätze mehr brauchen. Das ist insofern eine gute Nachricht, weil das bedeutet, dass nicht nur durch Zuwanderung, sondern auch dadurch, dass Menschen wieder Ja sagen, auch zu Kindern in der Familie, wir mit Zuwachs in der Bevölkerung rechnen. Ich bin selber leidenschaftlicher Vater, ich kann nur alle beglückwünschen, die sagen Ja zu Kindern. Ohne diesen zusätzlichen Handlungsbedarf im Bereich der Kindergärten könnten wir auch mit den 5 oder 6 Punkten, die das Orchester braucht, in der Grundsteuer, könnten wir die Grundsteuer deutlich auf die 600 senken. Der eigentliche Grund, weswegen wir, der Kämmerer und ich, dem Rat vorgeschlagen haben, und das jetzt auch diskutiert wird, nur auf 620 herunterzugehen, liegt daran, dass wir mehr Zuwachs haben in der Bevölkerung, dass wir mehr Betreuungsplätze brauchen,
Und ich komme gleich mal drauf, weil Bildung das wichtigste Thema in unserer Stadt ist. Unsere Botschaft ist Bildung. Wir sagen, ja, diese Entscheidung können wir als Empfehlung an den Rat aufnehmen.